Da oben ist der Start. Oh Mann. Du musst da oben nicht so viel Angst haben. Pass auf, wir machen einen Deal. Wenn du runterfällst, kommst du wieder hoch und beschwerst dich bei mir, okay? Mit der App scannst du dann diesen Helm ein. Unten angekommen, holst mit der App dann Foto. Kostet nichts, alles klar. Gut, dann ist das deine Rolle. Sag jetzt mal nichts. Steht der mir? Ja, ne? So, das ist hier meine Rolle. An den dünnen Bändchen hänge ich gleich dran. Aber die halten wohl 2 Tonnen, habe ich gehört. Müsste bei mir reichen. Also, die Strecke besteht aus 2 Seilen. Das erste Seil ist 1800 Meter lang. Auf den ersten 800 Metern habt ihr die höchste Geschwindigkeit. An schönen Tagen bis zu 120 Stundenkilometer, heute um die 100. Die genaue Geschwindigkeit, die ihr erzielt, habt ihr auf den Fotos, die ihr euch runterladen könnt. Die Fotos unten eingeblendet, per GPS-Messung eure Geschwindigkeit. Nach diesen 800 Metern habt ihr ca. 1 Kilometer Auslauf bis zur Bremse hin. Die Bremse ist 12 Meter lang. Das heißt, die seht ihr, die Plattform, die Mittelplattform sieht aus wie diese hier. Und da ragt eine 12 Meter lange Bremse raus. Da geht ihr folgendermaßen vor. Ihr sitzt auf diesen Rollen. Ihr hängt oben so, ihr hängt an den beiden Seilen. Ihr könnt während der Fahrt machen, was ihr wollt. Ihr könnt sitzen drunter, liegend, kopfüber. Spielt gar keine Rolle wie. Ihr braucht euch auch nicht festhalten. Der Gurt, den ihr anhabt, der hält euch. 100%. Nur wenn ihr in die Bremse reingeht, kurz bevor ihr reingeht, müsst ihr euch in jedem Fall hinsetzen, Blick in Fahrtrichtung, euch am schwarzen Griff oben festhalten und die Füße nach vorne. Das ist alles, was ihr beachten müsst. Versucht, die Mitte vom Bremspolster zu treffen. Das Bremspolster erkennt ihr ganz leicht, das ist nämlich blutrot gefärbt. Das machen wir absichtlich in der Farbe. Nee, dass wir es nicht so oft sauber machen müssen. Ja? Hast du Gas am Boden? Ja. Weil wenn du die Bremse reingehst, musst du den Ball aufpassen. Okay, so, einmal ganz nah. Wie willst du runtergehen? Setzen wir jetzt auf jeden Fall. Gut. Ist der bereit? Nicht hochziehen, runterziehen. Runterziehen. Das hat mit Schande nichts zu tun. Das hat nur mit Angst zu tun. Ja, genau. So. Passt da? Dauert doch, dauert doch. Warten, bis sie unten angekommen ist, damit es hier oben erst grün ist. Okay. Der Nebel hat sich jetzt verzogen. Jetzt habe ich auf meiner Fahrt richtig schöne Sicht. Ob das besser oder schlechter ist, weiß ich noch nicht. Freie Fahrt, freie Bahn. Denkst dran, wenn du in die Bremse kommst, oben festhalten. Jo, alles klar. Jawohl. Viel Spaß. Tschüss. Danke. Boah. Alter Schwede! Boah. Thank you.
Mamma Mia! Muss jetzt einmal loslassen? Nicht loslassen, gestern! Oh. So, angekommen. Wir aufstehen. Oh. Hat's gepasst. Alles gut. Damit man eine Hand hat und dann die Füße den Hebel hoch. Boah. Oder, ja, die Hebel kann man sich als Anhaltspunkt ja. Dann, ja, gut. Behalten. Und dann einfach nach hinten runterlassen. Ach du Schande. Zweite Fahrt jetzt. So. Und los? Und los. So. Oh. Oh, du Schande. Leck mich am Arsch. Lecco mio! Der Sternsauser. Oh. Oh, jetzt kommt die Bremse wieder, jetzt muss ich die Kamera gleich loslassen. Oh. So, und jetzt muss ich noch mal loslassen. Hallo? Hallo? So, danke schön. Ja, bitte. Vorsicht. So. Okay. Okay. Bitte einfach zuerst runter, dann helfe ich Ihnen. Alter Schwede. Boah. Perfekt. So. Sehr geil. Oh, okay, das Wetter hat jetzt aufgepasst. Ja. Schön, Sonne. Haben wir hier. Oh, okay. Jo. Okay. Dankeschön. Bitte.